Der heutige Fürstenpalazzo ist das Ergebnis verschiedener Umbauten und Zusammenlegungen des 15. und 20. Jahrhunderts. Die meisten Umbauarbeiten wurden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf Geheiß der Familie Gallone durchgeführt, als Tricase Kreisstadt eines großen südsalentinischen Fürstenhauses wurde. Unter den Bewohnern Tricases wird das Gebäude Castello, also Schloss, genannt, da es mehr als 300 Jahre lang als Schutz- und Sicherheitsgarant für die Bewohner der Stadt fungierte. Im Laufe der Jahrhunderte hat der Palazzo also diese doppelte Funktion bewahrt. Die der Verteidigung, was man gut an den strengen, beinahe militärischen Schlichtheit erkennen kann, und der repräsentativen der Feudalmacht, erkennbar an der Erhabenheit und am Prunk seiner Innenräume. Der Thronsaal ist wirklich direktes Zeugnis der Opulenz und des Reichtums der Fürstenfamilie Gallone von Tricase. Im Zentrum des Bodenbelags, der als Mosaik gefertigt ist, sieht man das Wappen der Adelsfamilie. Hier empfingen die Fürsten die Handelsvertreter, verwalteten ihren riesigen Besitztümer und übten ihr Feudalrecht aus. Wahrscheinlich stammte die Familie Gallone ursprünglich aus Griechenland. Sie gehörten der neuen salentinischen Aristokratie des 17. Jahrhunderts an, deren finanzielles Emporkommen dank der Olivenöl- und Getreideausfuhr ermöglicht wurde. Am Palazzo steht der alte Turismagna, ein Turm aus der Epoche der Orsini im 15. Jahrhundert. Die Mauern, dick und wuchtig, spiegeln in der Tat architektonischen Stil und mittelalterliche Verteidigungstradition der Terra d'Otranto, wie der Salento auch genannt wird, wieder. In den Turmkammern kann man hunderte von Einkehrbunken erkennen, die Gefangene im Laufe der Jahrhunderte dort hinterließen. Einige türkisch-ottomanische Einkehrbunken müssen sogar auf das 16. Jahrhundert zurückgehen. Darunter das Antlitz des Janizero. Seit 1954 ist der Palazzo im Besitz der Gemeinde und ist heute kultureller Mittelpunkt der Stadt.